Kapitel 1.2 beschäftigen wir uns nun erstmals mit veränderlichen Vektoren oder mit Raumkurven, also Vektoren, die von einem Parameter abhängen. Also ein Vektor a sei jetzt nicht mehr konstant, wie wir es bis jetzt gehabt haben, sondern der sei von einem Parameter t abhängig. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Abbildung, ein Parameter t wird abgebildet auf einen Vektor, der von dem Parameter abhängt. Das heißt, wir haben eine Abbildung t ist ein reeller Parameter von R nach R3. Im Skriptum übersprungen habe ich ein kleines Kapitel zum Thema Trägheit. Das wird dann spätestens im dritten Semester bei der theoretischen Mechanik auch wieder begegnen, ist jetzt für den weiteren Verlauf der Vorlesung nicht unbedingt notwendig. Sie können sich da anschauen, wie dieser Trägheitstensor definiert ist, eben über dieses Integral, über die Massendichte. Und das ist eben ein Tensor zweiter Stufe, weil die alle Größen, die auftauchen, Tensoren zweiter Stufe sind. Und dann wird hier durchgerechnet, wie man den Trägheitstensor eines Quaders, einer Kugel und einer homogenen Kugel und eines homogenen Zylinders berechnet. Ja, das ist, wie gesagt, die Rechnung ist hier Schritt für Schritt durchgeführt, sondern ich mache jetzt hier gleich mit dem für den weiteren Verlauf der Vorlesung wichtigen Kapitel 1.2 weiter. Gut, wie definieren wir jetzt so einen Vektor, der von der Zeit oder von einem Parameter abhängt? Und insbesondere interessiert uns die Ableitung des Vektors. Also was versteht man unter der zeitlichen Ableitung dieses Vektors? Und diese symbolische Schreibweise hier, um zu verstehen, was man damit meint, gehen wir am besten wieder in die Vektor, Entschuldigung, in die Koordinatenschreibweise. Das heißt, wir definieren die Änderung des Vektors hier, ergibt wieder einen Vektor mit den Koordinaten d nach dt von ai. Das heißt, wir leiten jeweils die ite Koordinate dieses Vektors nach der Zeit ab. In der Physik gebräuchlich, und auch das werden wir hier, diese Schreibweise werden wir hier verwenden, die zeitliche Ableitung kürzen wir durch einen Punkt oberhalb des Symbols ab. Ableiten. Das heißt, wir können auch in symbolischer Form bedeutet das nichts anderes. Die a nach dt können wir auch schreiben als a Punkt, kurz gefasst. Und wir können das auffassen, der Vektor a können wir ausdrücken, Entschuldigung, als Komponenten ai mal Einheitsvektoren ei, Summe über i. Ja. Nur hängt halt jetzt diese Parameter hängen halt von der Zeit ab. Und wir können das auch ausdrücken in der Form als ai Punkt von t mal den Einheitsvektor in die ite Richtung. Also wenn wir das skizzieren wollen, wir haben jetzt hier irgendwo ein Koordinatensystem mit den1, 2, 3. Und entlang dieser drei Koordinatenachsen haben wir die drei Basisvektoren E1, E2 und E3. Dann hätten wir hier irgendwo einen Vektor a und zu einem späteren Zeitpunkt wäre der Vektor, das wäre zum Beispiel der Vektor a von t und zu einem späteren Zeitpunkt a von t plus am Delta t schaut der Vektor dann eben in eine andere Richtung. Wir stellen uns jetzt hier die Frage, wie beschreiben wir hier die Änderung des Vektors mit der Zeit. Von besonderem Interesse in der Physik sind jetzt zeitliche Ableitungen des Ortsvektors. Ja, der Ortsvektor ist also folgendermaßen definiert. R
von t ist x1 von t mal e1 plus 2 von t mal x2 plus x3 von t mal x3, beziehungsweise nach Einsteinsche Summenkonvention könnte man das auch schreiben, xi von t e i. Aber vielleicht noch eine kurze Erläuterung zu dieser Schreibweise. Üblicherweise haben wir es immer so gehalten, dass wir die Koordinaten eines Vektors mit dem gleichen Symbol bezeichnet haben, also die Koordinate, die i-te Koordinate des Vektors a, aber dann haben wir ai bezeichnet. Hier mache ich es anders beim Ortsvektor, den nenne ich, ich nenne den gerne r, aber die einzelnen Koordinaten nenne ich xi. Man könnte es natürlich auch ri nennen, beziehungsweise ich könnte den Ortsvektor x nennen und die Koordinaten xi. Ich habe mich dafür entschieden, beim Ortsvektor eine kleine Ausnahme zu machen, den Ortsvektor mit r zu bezeichnen und seine Koordinaten mit xi zu bezeichnen. Ist einfach Konvention, das so zu machen. Und dann interessiert uns insbesondere beim Ortsvektor eben die erste und die zweite Ableitung nach der Zeit. Bekanntermaßen ist ja die erste Ableitung nach der Zeit des Ortsvektors die Geschwindigkeit. Ich will also wieder einen Vektor darstellen. V von t definieren wir als dr nach dt. Und nach dem, was wir hier gesagt haben, können wir das eben auch schreiben als xi Punkt. Also die i-te Koordinate des Ortsvektors leiten wir nach der Zeit ab, multipliziert mit dem Ortsvektor, mit dem Einheitsvektor ei. Und die Beschleunigung, der Beschleunigungsvektor a von t, ist dann die Ableitung, die zweite Ableitung des Ortsvektors nach der Zeit, beziehungsweise können wir das schreiben als xi 2 Punkte. Ja, die zwei Punkte sind also kurz für die zweite Ableitung dieser Größe xi nach der Zeit, ii. Beziehungsweise natürlich könnte man auch sagen, das ist die erste Ableitung des Geschwindigkeitsvektors. Also vi Punkt von t mal ii. Gut, ein Beispiel. Wir haben jetzt hier einen Ortsvektor, der beschreibt die Bahn eines Massenpunktes, sei gegeben als 2 Cosinus von 3 t i 1 plus 2 Sinus von 3t i 2 plus 5t i 3. Die Größen hier, das wäre also das x1, x2 von t, x3 von t. Eine genauso mögliche Schreibweise wäre die folgende. Ihr könnt da sagen, x von t, r von t, Entschuldigung, die i-te Koordinaten und schreibt das hier in Vektorform. Ja? Nämlich x1 von t, x2 von t, x3 von t. Oder eben in dem Beispiel 2 Cosinus von 3t, 2 Sinus von 3t und 5t. Was Sie bitte vermeiden sollten, ist hier zu schreiben, r von t ist gleich. Warum möchte ich das vermeiden? Weil Sie hier haben Sie einen Vektor stehen auf der linken Seite und auf der rechten Seite stehen die Koordinaten des Vektors. Aber hier nehmen Sie implizit ein Koordinatensystem an.
nämlich diese Darstellung des Vektors, schaut ja in verschiedenen Koordinatensystemen unterschiedlich aus. Und solange wir nur in einem einzigen Koordinatensystem arbeiten, ist es genauso gültig. Wir werden dann aber speziell, wenn wir dann zu den Krummlinien-Koordinatensystemen kommen, also Zylinderkoordinaten, Kugelkoordinaten, dann ist diese Schreibweise nicht mehr eindeutig. Deswegen gewöhnen Sie sich bitte an, das nicht so hinzuschreiben, sondern wenn Sie es als Vektor schreiben, dann bitte hier dazu sagen, ich meine jetzt hier das Koordinatensystem E1, E2, E3. In dem sind die Koordinaten durch x1, x2, x3 gegeben. Oder alternativ, Sie schreiben den Vektor so an, als Summe seiner drei Komponenten in die drei Raumrichtungen. Gut, und im Beispiel wollen wir jetzt, okay, wir können zunächst einmal überlegen, welcher Ort von Kurve ist das hier eigentlich? Ja, das wird, sieht man vielleicht in der, wenn ich nur der XY-Ebene schaue, in der X1, X2-Ebene schaue, das beschreibt hier eine Kreisbewegung mit Radius 2 und in die Z-Richtung haben wir eine Bewegung, die linear mit t ansteigt. Das wird also so ein, versuchen wir es zu skizzieren, indem wir hier ein Koordinatensystem wieder einzeichnen. Ups, das wollte ich nicht. Also das wäre die erste, die zweite und die dritte Achse. Zum Zeitpunkt t gleich 0 können wir hier einsetzen. Ist der Kosinus von 0 ist 1, das heißt, ich bin da hier bei 2, weil nämlich der Sinus verschwindet. Z-Komponente ist auch 0, das heißt, ich bekomme da hier so eine Bewegung auf einer Schraubenlinie, die sich hier so nach oben windet. Ja, und zu einem bestimmten Zeitpunkt, hier in etwa R von t zeigt der Vektor in diese Richtung. Die Aufgabe ist jetzt hier, wir wollen jetzt den Geschwindigkeitsvektor ausrechnen. Das können wir zum Beispiel wieder so angeben: v von t, die ith Koordinate. Ja, jetzt müssen wir einfach die x1-Punkt, x2-Punkt und x3-Punkt bilden. Wäre also hier minus, Ableitung vom Kosinus minus Sinus, minus 2 mal minus Sinus, die innere gibt dann 3, also minus 6 Sinus von 3t, dann haben wir hier 6 Kosinus von 3t und 5 und die Beschleunigung. Beschleunigungsvektor wäre x1-Punkt, x2-Punkt und x3-Punkt. Noch einmal die Ableitung ergibt minus 18 Kosinus von 3t und minus 18 Sinus von 3t und 0. Wenn wir uns für diese Schreibweise entschieden hätten, dann kennt man es hier genauso gut. Ich mache es jetzt hier für Geschwindigkeit. V von t ist gleich R Punkt von t. Hätten wir jetzt hier genauso gut die Ableitung bilden können, indem wir ja Term für Term ableiten. In dem Fall, also E1, E2, E3 sind zeitlich konstant. Das heißt, wir brauchen nur x1 Punkt berechnen, da gibt es natürlich das gleiche Minus, das wir hier unten schon berechnet haben, minus 6 Sinus von 3t E1 plus 6 Cosinus von 3t E2 und plus 5 E3. Ja, das wäre eine alternative Schreibweise. Gut, auf ähnliche Art und Weise, wie wir es hier gemacht haben, können wir uns dann auch überlegen, was versteht man dann, also das war dieses Beispiel, was versteht man unter einer Ableitung
von folgendem Ausdruck nach der Zeit oder nach einem Parameter ganz allgemein ein Skalar c multipliziert mit einem Vektor. Wie definieren wir so etwas? Ja, wir gehen da am besten wieder in die Koordinatenschreibweise über. Was diese Ableitung in Koordinatenschreibweise bedeutet, nämlich Koordinatenschreibweise, nämlich einen Skalar multipliziert mit der i-ten Koordinate eines Vektors. Ja, und das sind jetzt einfach nur Zahlen, und wie ich Zahlen ableite, weiß ich, nämlich ich brauche jetzt hier die Produktregel, also schreiben wir es gleich kurz als c Punkt. Ich lasse jetzt hier auch die Abhängigkeit von d in der Schreibweise weg. C Punkt mal a i plus c mal a i Punkt. Ja, das könnte ich jetzt am Ende wieder übersetzen in eine symbolische Schreibweise, nämlich das ist c Punkt a plus c mal a Punkt. Die i-te Koordinate von diesem Ausdruck haben wir jetzt hier berechnet. Ja. Und genauso gut kann ich auf die gleiche Art und Weise mir überlegen, was ist denn, wenn ich jetzt hier zwei Vektoren a, b, die beide von der Zeit abhängen, skalar miteinander multipliziere und die zeitliche Ableitung des Skalarprodukts dieser beiden Vektoren berechnen möchte. Ja, auch da gehe ich wieder in die, das ist das Skalar, was hier rauskommt, zwei Vektoren miteinander multipliziert. Das heißt, ich brauche jetzt hier nicht die i-Koordinate oder sowas angeben, weil das hat dieser N. Ich kann aber hier in das Skalarprodukt ausdrücken als ai mal bi. Ich lasse jetzt hier wieder die Abhängigkeit von der Zeit, der Schreibweise weg. Und brauche wieder die Produktregel. Also einmal den ersten Ausdruck abgeleitet, ai Punkt bi plus ai bi Punkt. Beziehungsweise kann man das wieder schreiben als a Punkt mal b plus a b Punkt. Ja, Produktregel gilt jetzt hier auch für das Skalarprodukt. Im Übrigen natürlich auch für das Vektorprodukt. Ja, können wir auch gleich hinschreiben. Das Vektorprodukt, wenn a und b von der Zeit abhängen, wird dann a Punkt Kreuz b plus a Kreuz b Punkt. Auch diese Gleichung hier, die kann man ganz leicht zeigen, indem man, machen Sie das vielleicht als Übung, indem Sie jetzt hier übergehen in Koordinatenschreibweise. Das heißt, Sie müssen jetzt hier a Kreuz b ausdrücken mit dem Epsilon-Tensor j b k und müssen das Ganze hier nach der Zeit ableiten. Ja, der Epsilon-Tensor ist konstant, aber die beiden Größen hängen von der Zeit ab. Wenn Sie das hier ausrechnen und wieder zurück übersetzen, dann kommen wir uns genau auf diesen Ausdruck hier. Ja? Gut, eine Anwendung, schreiben wir das noch ein bisschen sauber hin. Eine Anwendung von der Ableitung des Skalarprodukts ist jetzt das folgende. Nehmen wir an, ich habe einen Vektor a, dessen Betrag, also der zeitlich veränderlich ist, ja? Aber der Betrag des Vektors ist konstant. Beispiel für so einen Fall, der recht wichtig ist. Nehmen wir an, Sie haben jetzt, ich zeichne jetzt ein Koordinatensystem in der Ebene. Nehmen wir an, Sie haben jetzt hier einen Kreis. So. Und Sie das wollte ich nicht, einen Kreis, sondern einen Vektor hier zeichnen. Einen Vektor a, der zeitlich veränderlich ist, aber immer auf dieser Kreisbahn liegt. Ja? Also Sie haben jetzt hier, also Sie a
von T1, von T2, von T3 und so weiter. Das heißt, der Vektor ändert sich offensichtlich in der Zeit. Der Betrag des Vektors bleibt da immer gleich, ja, wenn das ein die Länge des Vektors bleibt immer gleich. So, aber was bedeutet der Betrag? Wenn der Betrag des Vektors konstant ist, dann ist auch das Betragsquadrat des Vektors konstant. Das heißt, dann gilt ja das a mal a, schreiben wir es nochmal so, a von t mal a von t gleich konstant ist. Konstant. Jetzt können wir die zeitliche Ableitung bilden von dieser Gleichung. Dann steht hier a Punkt mal a plus a mal a Punkt und die Konstante folgt beim Ableiten weg natürlich. Das heißt, nichts anderes, das steht jetzt, das ist kommutativ, das Skalarprodukt, steht 2 mal a Punkt, oder ich könnte den 2 herauskürzen. Das heißt, ich kriege die Beziehung raus, wenn ich so einen zeitlich einen Vektor habe, dessen Betrag konstant ist, dann gilt, dass a mal a Punkt 0 ist. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass die Ableitung normal steht auf den Vektor. Ja? Wie gesagt, die klassische oder eine wichtige Anwendung von diesem Ergebnis ist die Bewegung auf einer Kreisbahn. Also denken Sie jetzt, ich mache die Skizze nicht noch einmal neu. Das wäre jetzt ein Ortsvektor R, der beschreibt die Bewegung eines Massenpunktes auf dieser Kreisbahn. Man gilt ja, R von T ist konstant, nämlich hat den Radius R gleich konstant. Ja, dann bedeutet ja, was wir gerade gesagt haben, R mal R ist gleich R Quadrat und die Ableitung, haben wir gerade gesehen, führt dazu, dass R mal R Punkt gleich 0 ist. R Punkt ist aber der Geschwindigkeitsvektor. Das heißt, für so eine Bewegung auf einer Kreisbahn steht der Geschwindigkeitsvektor normal auf den Ortsvektor. Ja. Wie das jetzt hier die Ableitung dieses Vektors, Geschwindigkeitsvektor wird immer normal draufstehen. Es geht, wenn wir jetzt zusätzlich noch annehmen, also das wäre mal, das kann ich auf jeden Fall sagen, wenn ich Bewegung auf einen Kreis, also für einen Konstanten, das ist noch keine Kreisbahn, sondern wenn der Vektor vom Betrag konstant ist, könnt ihr auch auf einer im Raum sich auf einer Kugeloberfläche bewegen. Ja. Wenn ich aber jetzt zusätzlich noch annehme, dass auch der Betrag der Geschwindigkeit konstant ist, ja, also auch v von t ist konstant, das Betragsquadrat ist gleich v, dann auch der gleichen Argumentation, v mal v skalar multipliziert, das V-Quadrat soll konstant sein. Daraus folgt aus der Zeitableitung dieses Ausdrucks natürlich auch, dass v mal v Punkt und v Punkt ist die Beschleunigung 0 ist. Das heißt, es gilt somit auch, dass v normal auf die Beschleunigung steht. Jetzt können wir das noch weiterspielen. Wir wissen ja auch, dass R mal V skalar multipliziert ist ja 0. Haben wir gerade hier oben gezeigt.
Und jetzt können wir natürlich den Ausdruck noch einmal nach der Zeile ableiten. Was kriegen wir dann? Dann kriegen wir einmal R Punkt mal V plus R mal V Punkt. Rechte Seite ist immer noch 0. Was hier steht, ist anders als V mal V. Das ist also, wenn ich den Term auf die andere Seite bringe, dann steht hier R mal A ist gleich minus V Quadrat. Jetzt fassen wir alles das, was wir hier gefunden haben, für diese konstante Bewegung zusammen. Und nehmen wir jetzt an, machen wir nochmal eine Skizze, dass es sich um eine Bewegung auf jetzt tatsächlich in der Ebene handelt, in einer Kreisbahn. Da liegen alle Vektoren, liegen dann hier in dieser Zeichenebene. Zeichnen wir hier einen Kreis ein, den ich um den Ursprung da hier zentriere, so in etwa. Dann haben wir zu einem bestimmten Zeitpunkt t, zeigt zum Beispiel der Ortsvektor hier in diese Richtung. Das wäre also hier r von t, der Vektor r von t. Der Geschwindigkeitsvektor, haben wir gesagt, der muss normal draufstehen. Machen wir den in gelb, den Geschwindigkeitsvektor. Da steht das dann hier normal drauf. Das wäre v von t. Und hier haben wir einen rechten Winkel. Und wir haben gesehen, dass r V, Entschuldigung, A steht auch normal zu V. Ja? Das heißt, A steht entweder neben der Beschleunigung normal auf V steht. Das gilt jetzt nur für Bewegung, wenn die Geschwindigkeit, der Betrag der Geschwindigkeit hier konstant ist, also für konstante Kreisbewegung. Dann gilt, dass der Geschwindigkeitsvektor normal oder der Beschleunigungsvektor normal auf Geschwindigkeit steht. Das heißt, der muss jetzt entweder parallel oder antiparallel zu R stehen, aber aus der Beziehung sehen wir, dass er antiparallel steht, also nach innen zeigt. Warum sehe ich das? Ich sehe ja hier, dass R mal A kann ich auch ausschreiben als Betrag von R mal Betrag von A mal dem Kosinus des eingeschlossenen Winkels, dem ich hier aber ein Minus stehen habe und der Winkel auf jeden Fall, also die Bewegung auf jeden Fall nach innen zeigen muss, ja, muss da der Winkel Theta gleich Pi sein. Und daraus findet man mir die bekannte Beziehung der Zentripetalbeschleunigung, die vom Betrag her so ausschaut, dass A, wie das jetzt hier einsetze, R mal A, Cosinus Theta ist minus 1, da steht hier R mal A minus ist gleich minus V Quadrat, kürzt sich dann raus und die Zentripetalbeschleunigung wäre dann V Quadrat durch R. Und der Vektor, wenn wir den nur einzeichnen, den würde man jetzt also hier so nach innen zeigen. Das wäre der Beschleunigungsvektor. Gut, zum Abschluss des Einstiegs über Raumkurven noch ein Kapitel, das im Skriptum die Nummer 1.2.2 hat. Da geht es also um die Parametrisierung von Raumkurven. Unser Ausgangspunkt in dem Kapitel war ja
ein Vektor, der von einem Parameter abhängt. Ja, das war unser Ausgangspunkt. Es gibt auch Fälle, bei denen die Raumkurven zunächst einmal noch nicht in Parameterform gegeben sind, sondern zum Beispiel als Schnittpunkt von zwei Kurven, Entschuldigung, Kurve von zwei Flächen ist. Beispiel wäre also eine zwei Ebenen, also allgemein zwei Flächen im R3. Also das wäre jetzt eine Ebene, wie es im Skriptum auch verwendet wurde. Und noch eine zweite Ebene. Nehmen wir das jetzt Ebene 1, Ebene 2, x1 plus x2 minus x3 ist gleich 1. Und die Schnittkurve dieser beiden Flächen, in dem Fall eine gerade Schnittgerade, beschreibt natürlich auch eine Raumkurve. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier von dieser Darstellung als Schnittkurve zweier Flächen auf die Parameterdarstellung? Dazu setzen wir ganz einfach, wir können ja immer, Kurven hängen immer von einem Parameter ab. Das heißt, eine dieser Variablen darf ich frei wählen. Ich könnte zum Beispiel den Parameter x gleich t setzen. Das setzen wir jetzt hier ein. Steht hier t plus 2x2 und x2 wird dann eine Funktion von t werden plus 3x3 ebenfalls wieder Funktion von t und 4x1 haben wir t gesetzt plus x2 von t minus x3 von t ist gleich 1. Beide gleichen müssen gelten. Und jetzt der x1 kenne ich bereits, das habe ich frei gewählt. Jetzt muss ich nur x2 und x3 berechnen. Kann ich aber jetzt erreichen, weil das sind jetzt zwei Gleichungen für meine noch unbekannten x2 und x3. Also ihr könnt zum Beispiel die zweite Gleichung mit 3 multiplizieren und die Summe bilden der beiden Gleichungen. Weil da fällt nämlich x3 raus. Dann haben wir so hier stehen t. Und 3t sind 4t. Und dann haben wir hier 2 und 3 sind 5. x2 von t ist gleich 7. Das heißt, das x2 von t wäre dann ein 5 mal 7 minus 4t. Und jetzt brauche ich noch das x3, das kann ich erreichen, indem ich jetzt hier die zweite Gleichung zum Beispiel mit minus 2 multipliziere und dann addiere. Dann ergibt sich hier t minus 2t sind minus t. Das x2 fällt mir dann raus. Hier erhalte ich dann 3 minus minus sind plus x3, soll das heißen, x3 von t und hier steht dann minus 2 sind 2, also wäre das x3 von t wäre ein Fünftel von 2 plus t. Und damit habe ich jetzt durch diese Wahl, die ich hier getroffen habe, x1 einen Parameter gesetzt, habe ich jetzt die Parameterdarstellung der Kurve gefunden, kann dann sagen, xr von t, x1 von t, also ganz allgemein xi von ii, x1 ist ja x1 war t, t mal e1 plus
X2 war 7 Fünftel, kann man so schreiben, 7 Fünftel minus 4 Fünftel TE2 plus 2 Fünftel plus T Fünftel E3. So. Das wäre eine Betonung liegt auf eine Parameterdarstellung dieser Schnittgerade. Ihr könnt ja genauso gut, was nicht, hier x2 gleich t oder einen anderen Parameter wählen, ja? Oder was ich, gleich s setzen. Oder ihr könnt genauso gut x3 gleich was nicht, 5 u setzen. Wäre genauso gut möglich. Alle diese Varianten führen auf unterschiedliche Darstellungen ein und derselben Gerade. Also wir merken uns, bei der Parametrisierung gibt es einige Freiheiten und ein und dieselbe Raumkurve kann unterschiedliche Parametrisierungen haben. Im Skriptum finden Sie dann noch ein weiteres Beispiel zu einer, von einer Parametrisierung von einer Schnittkurve von zwei Flächen, auf die ich jetzt hier nicht eingehen möchte.